So, Frau Ratz, was ist denn Ihr Eindruck von der Open Roberta? Und was denken Sie, wie kann man dieses Projekt besser in die Schule integrieren? Also ich konnte ja heute hier bei der IFA einen ersten Eindruck gewinnen. Und ich muss sagen, es hat mich total beeindruckt, wie die Mädchen und Jungen hier gemeinsam programmieren und einen Computer eigentlich oder ein Auto im weitesten Sinne dahin bringen, dass es, sage ich mal, in Preis fährt oder im Dreieck oder wie auch immer. Und das innerhalb kurzer Zeit, in 2 Stunden. Und da muss ich sagen, nee, wunderbar, ne? Und weil Sie fragen, wie bringe ich es an die Schulen? In manchen Bundesländern läuft das Projekt schon sehr gut, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder auch in Schleswig-Holstein, in Sachsen nicht und in anderen Bundesländern eben auch nicht. Und da müssen wir einfach die Kultusminister jetzt mal mitnehmen und auch Werbung für dieses tolle Projekt machen. Das werde ich im Bundestag machen, das werde ich auch vor Ort machen. Ich werde also an die Kultusminister herantreten. Aber insbesondere, muss ich sagen, müssen die jungen Mädchen und Jungen oder die jungen Frauen und die jungen Männer, auch, sage ich mal, die hier das mitgemacht haben, durch Mund-zu-Mund-Propaganda einfach Werbung dafür machen, dass man sagt, Mensch, guckt euch das an, ihr kommt in leichter Art und Weise ran, in die Programmiersprachen zu kommen. Ihr seid die Zukunft von morgen, muss ich so sagen, als Appell auch an die jungen Leute. Dankeschön.